Hey und herzlich willkommen zu diesem kleinen Pferdekauf-Video von mir. Es ist Mittwoch und ja, gerade kamen zwei neue magische Pferde rein. Und zwar nicht die da hinten, nein, die kamen letzte Woche, glaube ich, rein, sondern diese beiden da. Ah, die Kirschblüte und die Birke. Ich muss ja sagen, im Trailer haben die mir so gar nicht, ach, im Trailer, im Spoiler-Video haben die mir so gar nicht zugesagt. Im Trailer fand ich die dann schon wieder geil. Und jetzt stehe ich hier und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich denken soll von diesen Pferden. Aber es ist schon cool. Also, ihr werdet euch wahrscheinlich denken, so, hä, Kirschblüte und Birke, die gab es doch schon mal. Ja, die gab es auch schon mal. Nämlich die Barkhards waren auch schon Kirschblüte und Birke. Das Problem war bzw. ist, dass die Pferde 2019 nur ein einziges Mal reinkamen und man die wirklich nur in diesem Zeitraum kaufen konnte. Ja, und viele haben sich beschwert, viele wollten die Pferde zurückhaben, weil die Pferde halt wirklich super schön aussehen. Also wirklich, ich guck mal, ob ich ein Bild finde. Ich blende es jetzt hier ein. Aber die Pferde sehen wirklich super schön aus. Und viele haben sich beschwert, dass die beiden Pferde nicht wieder zurückkommen. Ich muss zugeben, ich war auch darunter. Weil ich habe mich nicht beschwert, aber ich fand es halt sehr schade, weil die halt wirklich toll sind. Und ja, mich als Sammlerin natürlich fuchst es sehr, dass ich halt Pferde in meiner Sa nicht in meiner Sammlung habe, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Jedenfalls hat Star Stable sich dann einfach überlegt, dass sie quasi ein Remake machen und dass Kirschblüte und Birke dann einfach nochmal kommen, aber halt in einer anderen Form. Nämlich jetzt so. Genau, als Hanami und Birkir. Oder wie auch immer. Ganz. Ja. Es ist das erste Mal, dass magische Pferde in zwei unterschiedlichen Rassen reinkommen. Bisher war es ja nicht so. Bisher waren die magischen Pferde ja immer eine Rasse, die bereits im Spiel vorhanden war. Und kam, wenn mehrere reinkamen, halt die Kle als ra gleiche Rasse. Wie zum Beispiel Solas und Dorscha, die kamen beide als Tinker. Aber dieses Mal gibt es tatsächlich halt zwei verschiedene Rassen, und zwar einmal das Malvari-Modell und das Pecheron-Modell. Und diese super süßen Haustiere. Ich meine, guckt euch die doch mal an, das sind Spinnies. Die eine bewegt sich, die andere bewegt sich nicht. Egal, aber sie sind einfach super süß. Also ich werde mir jetzt beide direkt kaufen. Ich weiß nur noch nicht, welchen ich jetzt halt zuerst kaufe. Also ich mache zwei Videos wieder daraus, wie gewohnt. Das eine kommt heute. Das andere kommt wahrscheinlich dann nächste Woche Samstag, wenn ich mich nicht irre. Die Hanami und Birkir bleiben bis zum 6. April, bis zum Mittwochs-Update am 6. April und dann verschwinden die wieder. Star Stable hat aber bereits bestätigt, dass die irgendwann wiederkommen, weil sie ja quasi der Ersatz für die Barkhards sind und die halt dann auch regelmäßig wieder reinkommen. Wann aber weiß halt dann nur Star Stable. Ich würde sagen, wir gucken uns die beiden jetzt einfach mal an. Hier erstmal das Birkir. Der Birkir ist in der normalen Farbe ein Rappe mit Sabino. Abzeichen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht ganz. Super schnickes Tier, super schön von der normalen Farbe her. Und das Hanami ist ein Pecheron-Modell in den Farben Bay, dann Prindle. Irgendwie sowas, also ein Prindle auf jeden Fall, weil diese Streifen, die das im Fell hat, sind dieses Prindle da. Ich kann, weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie die Farbe sonst heißt. Auf jeden Fall. Beide gefallen mir von der normalen Farbe her auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß halt nicht, welches mich jetzt eher überzeugt. Ich glaube tatsächlich, ich würde heute mir Hanami kaufen und den Birkir dann auf nächste Woche Samstag verschieben. Ja, genau, also machen wir es. Dann kaufen wir uns heute das Hanami, das Kirschpferd. Da muss ich mal gerade mein schlaues Buch hier rausholen. Erstmal mein Frühstück hier wegräumen. Ich habe halt Pizza zum Frühstück gegessen. Ganz toll, habe ich mir um 8 Uhr schon eine Pizza gemacht. Ich hatte Hunger. So. Das Hanami ist ein Pferd der Generation 3. Kam, wie gesagt,
gerade erst rein heute am 16.03.2022, ist ein magisches Pferd, das Pecherons-Modell, inklusive Elchgang natürlich. Da es ein magisches Pferd ist, ist es nicht möglich, mit dem Pferd zum Friseur zu gehen. Es kostet 850 Starcoins, hat ein passendes Haustier dazu, kommt mit dem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Kostet wie gesagt 850 Starcoins, ist hier oben bei Gary Goldzahn beim Haus vom alten Jasper kaufbar ab Level 1. Also jeder kann das Pferd kaufen, wenn er die entsprechenden Starcoins dafür hat. Übrigens, Hanami und Birkir kosten auch unterschiedlich. Es war ja bisher immer so, dass die magischen Pferde auch die Preise hatten, die die Modelle auch hatten. Also wovon das Modell ist. So, und der Pecheron kostet nun mal nur 850 Starcoins. Der Mavari ist allerdings teurer und der kostet 950 Starcoins. Deswegen kostet auch der Birkir mehr als das Hanami. Nur so zur Info. Ja, wie schon gesagt, sind Hanami und Birkir von den Barcats inspiriert worden, damit sich die Spieler, die sich damals die Barcats gekauft haben, also es hieß, die kommen nicht mehr rein, dass die sich nicht beschweren können, aber auch, dass die Leute, die halt zu diesem Zeitpunkt noch kein Star Stable gespielt haben oder sich halt keine kaufen konnten, weil sie zum Beispiel die Starcoins nicht hatten oder noch nicht in das Gebiet kamen oder sonst irgendwo, irgendwas, oder halt einfach zu spät sich angemeldet haben und es dann noch nicht so weit hatten. Für die sind diese Pferde halt jetzt einfach als Remake, als kleine Entschädigung quasi dafür. Ja, sie ersetzen die Barcards nicht. Und ja, es ist für mich auch immer noch sehr schwierig, dass ich die Barcards nicht habe. Ich habe 2019 leider noch kein Star Stable gespielt. Beziehungsweise habe ich eigentlich schon, aber halt nicht aktiv. Und ich hatte jetzt auf dem Account keine Starcoins. Aber jetzt kann ich wenigstens die beiden kaufen. Vielleicht. So, gefühlte 5,5 Stunden später sitze ich jetzt wieder hier. Mein Verlobter hat angerufen in dem Moment und kam nach Hause und hat gerade Mittag gegessen. Und jetzt ist er wieder weg und jetzt kann ich wieder aufnehmen. Ich weiß leider nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist jetzt zu lange her für meinen Kopf. Jedenfalls, das ist das Hanami. Das ist die normale Version, hier also die unverwandelte Form. Es ist auf jeden Fall ein Brindle, das sieht man hier in diesen Streifen. Finde ich ehrlich gesagt schick, weil es gibt nur sehr wenige davon in Star Stable. Soweit ich weiß, ist das Seelenpferd, das es zum 10. Geburtstag gab, einer von den, Mustangs. Und dann gibt es noch ein Brindle bei den American Quarter Horse. Das sind jetzt so die Pferde, die ich auf dem Schirm habe, die das haben. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke mal, ich habe alles Wichtige gesagt. Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal gerade wieder reinkommen. Jedenfalls, ich finde die Augen richtig geil. Und die verwandelte Form ist halt das hier. Er soll einen Kirschbaum darstellen. Aber ich glaube, wir gucken uns den gleich nochmal im Detail an, wenn ich sie da gekauft habe. Es wird bei mir höchstwahrscheinlich eine Stute werden. Und da ja nächste Woche auch das Update reinkommt, dass die Pferde Geschlechter haben können, wird das hier definitiv eine kleine Stute. Ja. Die Jorvik'sche Sagenwelt ist reich an Geschichten über Baumgeister, die als Pferde erscheinen und fast jeder Baum hat seine eigene Geschichte. Die Hanamis gehören zu den Kirschbäumen und sie sind ein Symbol der Wiedergeburt und Vorbote des Frühlings. Wie die Blüten der Bäume erinnern sie daran, die Schönheit von heute zu schätzen, denn sie kann morgen schon verwelkt und verschwunden sein. Aber sie wird wiederkommen. Selbst in Japan hat man von John Jahl gehört. Als Zeichen der Freundschaft schickte der Kaiser Kirschbäume her, die in den inzwischen längst überwucherten Garten von Dolz Abbey gepflanzt wurden. Die Reise nach Jorvik war für die Bäume strapaziös und es schien, als würden sie den Winter nicht überleben. Doch als der Frühling kam, zeigten sich rosa Knospen. Die Bäume wurden sorgfältig gepflegt und überlebten. Der Garten wurde zu einem beliebten Ort, um die Freundschaft zu feiern. Doch schließlich erlagen die Sakuras der Wildnis. Die Bäume vergingen, bis nur noch einer übrig war. Und auch dieser schien im Winter nicht zu überleben. Doch als der Frühling kam, brachte der letzte Baum eine letzte riesige Knospe hervor, die ein Fohlen aus Blüten und Rinde in sich trug. Das Fohlen wuchs schnell, verschwand aber, als die letzten Kirschblüten verwelkten. Im nächsten Jahr aber kehrte es wohlbehalten in den Garten zurück.
Heute gibt es auf Jorvik nur noch wenige Kirschbäume, aber die Legenden des Hanamis und der japanischen Sakura-Setzlinge lebten weiter. Für das Laienauge erscheint das Hanami wie ein normales Pecheron, aber für magisch Veranlagte sind ihre wallenden Blütenmähen und ihr rinnenartiges Fell ein wahres Schauspiel. Je nach Stimmung kann das Hanami sein normales Kirschbaumaussehen zeigen oder als normales Pferd erscheinen. Es ist ruhig und macht gerne Pausen, um an den Blumen zu riechen und die natürliche Schönheit um sich herum zu genießen. Als Gefährten sind Hanamis unerschütterlich und begleiten ihre Reiter furchtlos in alle Abenteuer, die sie erwarten. Ja, so eine süße Maus, wirklich wunderschön. Pferd kaufen! Pinegoose. Oh, stimmt, da war ja noch was mit dem Namen. Ich habe mir schon eine überlegt. Ich weiß nicht, ob der Name möglich ist. Und zwar, da es ja ein Baum ist, ein Kirschbaum, dachte ich an Cherry Blossom. Ich finde das irgendwie niedlich. Den Namen wollte ich eigentlich dem anderen, dem Barkhard geben, dass der Kirschbaum sein soll. Ich muss mal gerade googeln, was Blossom heißt. Ja, ich bin doof in Englisch. Ja, passt doch. Blossom, Blüte, Kirschblüte. Ja, passt doch. Cherry Blossom, also bitte. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Yay, wir werden uns aber auch noch die Spinne dazu kaufen, die passende Spinne. Ich finde die Spinnen ja so niedlich, gell? Die sind so süß. Ich finde die so süß. Die sind so herzig. Entschuldigt die Katze. Ich muss die ganze Zeit ein bisschen husten. Ist richtig doof. So, Mamfi die Kirschspinne. Auch wenn ihr Name englisch hungrig klingt, hat Mamfi die Kirschspinne einen feineren Gaumen als ihre Freundin Nimmersatt die Birkenspinne. Sie lässt sich nur zu einem einzigen Bissen jeder noch so delikaten Mahlzeit verleiten. Bei diesem wählerischen Verhalten würde man einen königlichen, mürrischen Charakter erwarten. Aber keine Sorge, diese Kirschspinne ist so lieb wie der Baum, nach dem sie benannt ist. Kostet 350 Starcoins? Natürlich. Starcoins AD. Ich werde jetzt meine süße Cherry Blossom umziehen und dann zeige ich sie euch gleich. So, hier stehen wir jetzt mit unserer süßen kleinen Cherry. Ich stehe hier an Dolls Abbey, weil ja in ihrer kleinen Story gesagt wurde, dass sie quasi hier geboren worden ist. Beziehungsweise halt hier in der Nähe von Dolls Abbey. Ich gehe einfach mal aus, dass das hier quasi so ein bisschen wie Kirche sein soll. Keine Ahnung. Zumindest keine P. Also, ich weiß es nicht. Soll die vielleicht darstellen? Von den Blüten her wird es passen, glaube ich. Also nicht die Sakura-Bäume, sondern halt die normale Kirschblüte quasi. Also die normale Kirsch. Der normale Kirschbaum. Guck mal, der Vogel sitzt da einfach in der Luft. Okay. Also, zum Aussehen, ich finde das wirklich schick, das Muster. Das erinnert tatsächlich hier so ziemlich an einen Baum, das Muster. Es kommt schon sehr, sehr, sehr nah an eine Rinde dran. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Mähne und Schweif ja, weiß sind, beziehungsweise es stört mich nicht mal, dass sie weiß sind, sondern dass der Übergang so hart ist. Dass es nicht ein bisschen fließender und weicher geht, sondern dass es halt wirklich so ein richtig harter Übergang ist irgendwie. Der Schweif gefällt mir da noch wirklich gut, aber bei der Mähne finde ich, sieht das irgendwie nicht so schön aus. Sie hätten zumindest mal die Strähnen ein bisschen weiter runter weiß lassen können. So wie hier ungefähr. Da auch ein bisschen. Aber gut. Ich ziehe einmal kurz die Gamaschen aus, beziehungsweise die Bandagen. Dann kann man das nämlich gleich an den Beinen besser sehen. Weil ich habe bei der verwandelten Form ein paar Mankos. Also zum einen mal, diese Mähne ist wirklich der Hammer. Es sieht wunderschön aus. Die Mähne ist wirklich einfach toll. Und ohne Witz, auch der Schweif ist wirklich wunderschön. Dieses Zartpinke, das ist super schön. Mittlerweile gefällt mir die Musterung auch super. Die das Pferd haben. So, hier oben ist ein bisschen grünlich, ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall, das sieht richtig schön aus mittlerweile mit der Musterung. Im Spoiler-Video hat mir das überhaupt nicht gefallen. Da habe ich mich bei meinem Verlobten beschwert, dass das Pferd aussieht wie eine Tafel Schokolade. Wie so eine fehlgebackene Tafel Schokolade. Was allerdings, finde ich, so gar nicht zu diesem Pferd passt, ist dieses dunkle Grün hier. Ich glaube, wäre das hier eine andere Farbe, könnte ich mich mehr damit abfinden. Aber das hier,
das passt einfach meiner Meinung nach so gar nicht zu dem Pferd, weil das viel zu kalt rüberkommt irgendwie. Wäre das so ein richtig schönes, saftiges Grün wie hier oder so, dann könnte ich es noch verstehen, dann wäre das noch okay für mich. Dann würde das auch richtig toll aussehen, aber dieses dunkle, kalte Grün finde ich persönlich überhaupt nicht schön. Naja, muss ich halt mit leben. Ich habe sie ja jetzt schließlich. Aber dieses dunkle, kalte Grün gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Finde ich nicht schön. Also. Nee. Oder sie hätten es zumindest pink machen sollen, dass da auch Kirschblüten oder so sind. Oder halt ganz weglassen. Also, so finde ich es echt nicht schön mit diesem dunklen Grün. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber ansonsten gefällt mir das Pferd wirklich super. Es sieht wirklich schön aus. Es ist wirklich ein hübsches Tierchen. Das muss man halt so sagen. Ja. Ich bin ja eh so ein Fan von den dicken Pferden. Aber das ist wirklich, wirklich schön. Ein wirklich hübsches Tierchen. Und mal so ganz nebenbei, diese Stelle hier eignet sich wunderbar, um ein Foto zu machen. Ja, das ist jedenfalls das, was mir so farblich aufgefallen ist. Bei der verwandelten Form habe ich halt, unverwandelten Form habe ich halt nichts zu meckern. Außer, wie gesagt, dass mir das hier ein bisschen zu krass in die andere Farbe übergeht. Oder halt zumindest ein paar schwarze Strähnen noch hier oben rein, noch ein paar mehr. Aber sonst kann ich wirklich nichts, nicht meckern. Ich will mal wissen, wie sich die Augen verändern. Okay, die Augen verändern sich anscheinend gar nicht. Nee, die Augen verändern sich überhaupt nicht farblich. Gut. Dann zeige ich euch jetzt die Gangarten. Ach, die Spinne ist übrigens auch dabei. Die habe ich natürlich mitgeholt. Dann zeige ich euch jetzt die Gangarten. Zum Friseur geht's ja nicht. Und dann gibt's mein Fazit. Viel Spaß! Thank you.
das waren die Gangarten des Hanami. Die sind halt, wie gesagt, die Gangarten vom, wie heißt es, Pecharon. Und ich habe nicht so viel zu meckern. Ich hatte beim Pecharon, beim Apfelschimmel, beim hellen Apfelschimmel, allerdings das Problem, dass mich der Schweif beim Rennen sehr stark genervt hat. Aber hier ist das Problem tatsächlich nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, hatte ich da in dem Pferdekauf-Video schon gesagt, dass es da einfach an der, wie heißt es, an der Farbe lag, dass der Schweif mich genervt hat. Ich kann das ja auch mal hier ausprobieren. Ja, tatsächlich, also hier jetzt die, die Form nervt der Schweif mich da unten sehr beim Laufen, weil ich ständig was Weißes unten aufblitzen sehe und es, ich gucke halt in die Mitte vom Bildschirm, ich gucke quasi auf meine pinke Mütze und sehe unten ständig so, so was Weißes aufblitzen und das ist ein bisschen nervig. Es ist aber halt einfach nur ein persönliches Empfinden von mir. Ich meine, für mich steht fest, dass ich wahrscheinlich sowieso eher mit der unverwandelten Form rumrenne, weil die mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefällt. Dieses Helle mit dem Dunklen, das sieht wirklich schön aus. Ja, die Mähne ist nicht so meins, aber es ist in Ordnung. Ich bin ja schon froh, dass sie die lange Mähne genommen haben und kleine Zöpfchen oder so. Also das finde ich schon mal süß, finde ich schon mal super schön. Natürlich, mir gefällt das hier auch. Allerdings ist es für mich halt schon, ja... Hier, das macht mir das Pferd schon so ein bisschen madig, dieses dunkle Grün. Alexa, stopp. Entschuldigt, das war meine Waschmaschinenklingel. Meine Waschmaschinenklingeln. Ich muss noch welche waschen. Dieses Grüne, dieses kalte Grüne, das macht mir das Pferd schon ein bisschen madig. Irgendwie so ein bisschen. Deswegen... Ich mag das Grüne einfach nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit der unverwandelten Form eher rumrennen. Ha. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, diese super süße kleine Spinne. Warte, ich steig mal ab, dann kann man die besser sehen. Einmal bitte gehen. Jetzt sitzt sie natürlich genau von dem Gras rein, gell? Ja, jedenfalls, das ist die super süße kleine Spinne. Die ist total niedlich, meiner Meinung nach. Also, ich bin ja eh so ein Spinnenfan davon, gell? Also, ich bin ja sowieso so ein Fan von den Spinnen. Aber die ist echt niedlich. Also, die Spinne ist wirklich was, was mir sehr gut gefällt. Ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, oh, die haben Spinnenhaustiere. Ich finde, es gibt viel zu wenig Spinnenhaustiere in Star Stable. Ich habe 2 Stück und jetzt habe ich 4, beziehungsweise ich bekomme jetzt 4, beziehungsweise die 4. Kaufe ich mir gleich noch und ich bin echt happy, dass ich jetzt noch eine Spinne habe, beziehungsweise noch 2 Spinnen. Also die Spinnen sind wirklich mega schön. Ja, ich kann mich halt so groß nicht beschweren, außer die Mähne gefällt mir hier nicht. Und das ist das Falsche, ich wollte auf H drücken. Hier gefällt mir halt das Grüne überhaupt nicht, weil mir das einfach zu kalt vorkommt für das ganze Pferd. Aber ansonsten gibt es von mir halt eine Kaufempfehlung für das Pferd. Viele meinten auch, dass das Pecharon zu wuchtig ist für einen Kirschbaum. Der sei ja so zart. Aber ein Kirschbaum ist nicht zart. Also ich weiß ja nicht, was für Kirschbäume ihr kennt. Aber ich habe einen riesen Kirschbaum im Garten stehen gehabt. Der war dicker als ich. Deswegen checke ich das nicht. Also eine Birke ist bedeutend zarter als ein Kirschbaum. Zumindest die ich kenne. Ja. Ich finde es auf dem Pecharon wirklich wunderschön, wunderbar, wundertoll, richtig schön. Auf jeden Fall richtig knuddelig süß. Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was mir halt das Pferd ein bisschen madig macht, ist das hier. Das Grüne, das gefällt mir überhaupt nicht. So, genug gelabert, ich habe jetzt eine Aufnahme auf Zeit von 1 Stunde 20. Aber ich war ja wie gesagt halt auch bei meinem Schnuckel und jetzt... Haben wir auf jeden Fall das Hanami gekauft. Ich habe sie. Freut mich. Sie ist mein 110. Pferd, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest auf Mackenzie. Und ja. Ja, stolz. Guckst du nach oben. Bist eingebildet, bist du auch noch. Sie ist wirklich sehr süß. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche aufs Update, dass ja, Geschlechter vergeben werden können. Ich glaube, ich warte tatsächlich mit dem Kauf vom Birki auch noch. Bis ich die Geschlechter ja, zuweisen kann. Aber gut. Das war's von mir.
Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!